Ich denke, philosophisch die interessanteste Herausforderung dieses Manifests war der Hinweis, dass wir eine Erschütterung unseres Menschenbildes erleben würden. Ist das tatsächlich der Fall? Ist es der Fall, dass unser Weltbild und unsere Weltanschauung durch die Fortschritte in der Neurophysiologie, in der Hirnforschung erschüttert wird? Diese Frage möchte ich stellen. Und dazu müsste man erstmal überhaupt sich fragen, was ist denn eine Weltanschauung oder ein Weltbild? Ist eine Weltanschauung oder ein Weltbild eine empirische Theorie, sodass sie durch eine andere empirische Theorie oder Fortschritte einer empirischen Disziplin widerlegt werden könnte? Und da kommt man schon etwas ins Grübeln, denn eine Weltanschauung scheint nicht einfach eine empirische Theorie zu sein, sodass sie von einer anderen empirischen Theorie verdrängt oder falsifiziert werden könnte. Da wird eine Weltanschauung so behandelt, als wäre sie eine weitere empirische Theorie, eine altmodische empirische Theorie, die jetzt durch eine neuere, bessere ersetzt wird. Aber ist denn eine Weltanschauung oder ein Weltbild überhaupt eine empirische Theorie? Es scheint so zu sein, dass eine Weltanschauung oder ein Weltbild Elemente enthält, die über das, was sie empirisch nachweisen können, hinausgeht. Und von daher auch nicht unmittelbar aus der Empirie verifizierbar oder falsifizierbar ist, sondern ein Versuch, die empirischen Daten in einem kreativen Akt der Deutung durch eine begriffliche Konstruktion, durch einen begrifflichen konzeptuellen Höhenflug in ein größeres Ganzes zu ordnen, ohne dass das so direkt aus den Daten abzulesen wäre. So, und die Fragestellung, die wir heute behandeln wollen, ist natürlich die der Homo Neurobiologicus, das Menschenbild der Neurowissenschaften. Wir haben gemeinsam mit Herrn Bründrup auch mehrere Tagungen in dieser Richtung organisiert, wo immer das Merkmal war, maximale Interdisziplinarität, diese monodisziplinäre Sichtweise, dieser Reduktionismus ist meiner Meinung nach, und zwar gerade gesprochen als klinischer Arzt, praktisch obsolet. Wir müssen mehrere Sichtweisen, mehrere Standpunkte da integrieren. Aber die Neurobiologen, so wie zum Beispiel Sir Francis Crick und so weiter, haben Texte von sich gegeben wie sinngemäß, der Mensch ist nichts anderes als ein Haufen Neurone. Oder Singer halt, alle mentalen Phänomene beruhen auf neuronalen Phänomenen. Das wusste aber schon mehr oder weniger Hippokrates, wenn er Soldaten gesehen hatte, die eine Schädelverletzung hatten. Also der Zusammenhang von Gehirn und Bewusstsein, bewussten Phänomenen, Denken, Wahrnehmung und so weiter, das ist schon Jahrtausende quasi bekannt und wie gesagt schon von Hippokrates dokumentiert. Aber trotzdem muss man fragen, wirklich alle? Ja, wie hat er denn das gemacht, dass er einen Allsatz formulieren kann? Und was heißt denn eigentlich beruhen? Beruhen ist so ein schöner umgangssprachlicher Ausdruck, der irgendwas mit, ist irgendwie kausal verknüpft mit und so weiter. Aber es wird nicht unterschieden explizit zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung. Und da schaut es dann schon etwas schwieriger aus, wenn man es mit diesen beiden Kategorien versuchen zu formulieren, was die Hirnforschung, aber auch die klinische Hirnforschung, die Neurologie gefunden hat. Und dann zum freien Willen natürlich, sagt auch Wolf Singer, niemand kann anders als er ist. Verschaltungen legen uns fest. Also dann ist die Frage, wie kann man denn lernen, wenn Verschaltungen uns festlegen und wer sind die Verschaltungen oder wer ist wir, wenn Verschaltungen uns festlegen, sind wir jetzt die Verschaltungen oder nicht? Und diese Logikprobleme in der ganzen sprachlichen Beschreibung von Phänomenen, die Hirnforscher glauben, verstanden zu haben, werden viel zu wenig beleuchtet. Sie sehen, dass hier eine ganze Menge von Neurowissenschaftlern oder auch natürlich wie Herr Metzinger, Philosophen, ein materialistisches Menschenbild entwerfen, wo mehrere Logik- und kategoriale Schwachpunkte zu verzeichnen sind, wenn man sich das mal genau anschaut, die Texte, die Sätze, die Begriffe genau analysiert. Und das Zweite, was ich jetzt hier kurz zeigen möchte, ist diese Willensexperimente. Also das ist ja so, die Probanden haben ein EEG laufen und da müssen sie x-mal nach irgendeiner persönlichen Entscheidung einen Finger bewegen oder eine Taste drücken und so weiter. Das ist dann hinten rechts da diese TD, wo so ein rotes Oval ist. Das ist der Zeitpunkt T0, also wo man sagt, da passiert was, da ist die motorische Aktion.
der exekutive Akt. Und jetzt rechnen wir zurück in der Zeit 200 Millisekunden, also 0,2 Sekunden, 0,5 Sekunden. Und dann hatten die Versuchspersonen nämlich die Instruktion, sie sollen aufgrund eines bestimmten Mechanismus dann sagen, wann sie das Gefühl hatten, ach, jetzt möchte ich den Finger bewegen oder die Taste drücken. Und das wurde dann auch registriert und das sind eben diese 0,2 Sekunden vor dem Akt. Und dann sieht man am EEG eben 0,5 Sekunden, eine halbe Sekunde vor dem motorischen Akt, gibt es eine Auslenkung im EEG. Das hat der Herr Kornhuber, der ja in der Nähe, nämlich in Ulm, als Neurologe tätig war, schon in den 60er, 70er Jahren entdeckt, das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Und jetzt hat man gesagt, ja, weil im Gehirn schon bevor man was tut und bevor man weiß, dass man was tun will, schon irgendein Signal systematisch, das stimmt, ableitbar ist, ist das ein Signal oder ein Hinweis darauf, dass der Mensch das Bewusstsein gar nicht weiß, was es will, sondern erst im Nachhinein sagt, was es will, weil das Gehirn entschieden hat und nicht der Geist. Also das nur so als Hinweis, und man sagt halt, freier Wille, das Experiment stimmt nicht, das ist nicht tragfähig, im Hinblick auf die Interpretation. Ja, das ist schon irgendwo richtig, aber die Interpretation ist völlig überzogen. Gehen wir zu dem Libet-Experiment, was Sie gerade gesehen haben. Man stellt also fest, dass vor der bewussten Aufmerksamkeit eine Handlung anscheinend bereits eingeleitet wird durch eine Gehirntätigkeit. Was ich mal völlig weglasse, sind die methodischen Probleme der Datierung. Ob das wirklich stimmt, weil das ist sehr schwierig zu messen, weil da die Innenperspektive des Erlebens mit der Außenperspektive einer Uhr korreliert werden muss. Erste Personenperspektive mit dritte Personenperspektive. Und es kann sein, dass man da grundsätzlich falsch misst. Aber diese methodischen Probleme lasse ich mal völlig weg und gehe zu dem philosophischen, konzeptuellen Problem. Ist das überhaupt ein Beispiel von Freiheit, was dort beschrieben ist? Wenn Ihnen der Versuchsleiter sagt, innerhalb der nächsten 20 Sekunden heben Sie irgendwann mal den rechten Zeigefinger leicht an. Und nach 16 Sekunden tun Sie das dann. Ist das der Prototyp von Freiheit? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin kommt am nächsten Tag am Flughafen an mit einer ganz frühen Maschine, morgens um 7 Uhr. An sich sind Sie kein Frühaufsteher, sagen, um der Freundschaft willen stehe ich um 5.30 Uhr auf und fahre zum Flughafen und hole dich ab. Gut, man stellt den Wecker, vereinbart das, ja. 5.25 Uhr oder 5.20 Uhr geht der Wecker, Sie wachen auf, schauen auf den Wecker und sagen, naja, also so 5 Minuten kann ich schon noch. 5 Minuten geht noch. Und dann dösen Sie so vor sich hin, aber so richtig einschlafen können Sie nicht mehr. Und plötzlich zucken Sie wie von selbst zusammen und stehen auf. Kennen Sie das? Dass man hat das gar nicht bewusst entschieden, sondern man zuckt wie ein Automatismus und erhebt sich plötzlich und beobachtet sich dabei, wie man sich erhebt. Ich denke, das ist genau der parallele Fall. Wenn Sie einmal die Entscheidung getroffen haben, aufzustehen, dann kann das Bewusstsein diesen Prozess sozusagen an einen Subprozess im Gehirn delegieren, einen Unbewussten, der guckt so alle 20, 30 Sekunden mal, ist er jetzt schon aufgestanden? Ja, und dann baut sich so langsam eine Spannung auf und plötzlich ist es zu viel und dann stehen Sie auf. Darin lag nicht Ihre freie Entscheidung, dass Sie da jetzt plötzlich so hochzucken. Ihre freie Entscheidung lag darin, dass Sie sich um der Freundschaft willen entschlossen haben, trotz Ihrer Langschläfrigkeit um 5.30 Uhr aufzustehen. Und dass es ein Freundschaftsbereitschaftspotenzial gäbe, sozusagen. Das hat noch keiner nachgewiesen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn ein 100-Meter-Läufer, wenn die Pistole abgeschossen wird, sich bewusst überlegen müsste, jetzt loszulaufen, hätte er schon verloren.
der läuft vollkommen automatisch los. Heißt das, dass er unfrei ist in seiner Teilnahme an dem Lauf? Kein Mensch würde auf diese Idee kommen, weil die freie Entscheidung nicht in diesem Auslösemechanismus am letzten Glied der Kette liegt, sondern in der freien, die freie Entscheidung liegt darin, ich will ein Athlet sein. Ich mühe mich über Jahre in der Weltspitze zu sein. Und ich entscheide mich, an diesem Meeting in Stuttgart, sagen wir, teilzunehmen. Aus den und den Gründen, weil wenn ich da nicht teilnehme, dann kriege ich nicht genügend Punkte, um für Olympia nominiert zu werden. Auf dieser Ebene der rationalen Entscheidung vor Gründen findet sich nur Freiheit. Wenn man dann an diesem letzten Auslösungstrigger da schaut, eine Hundertstelsekunde oder Zehntelsekunde, was weiß immer, bevor es losgeht, da werden Sie die Freiheit nicht mehr finden.